für Kinder, wo... Zum Weltspieletag wird am Materialforschungszentrum der Uni Freiburg gespielt. Stefanie Kuhl hat ein Turmbauspiel mit Klötzen aus Holz, Biokunststoff und Aluminium entwickelt. Klötze, ich gebe euch jetzt mal drei verschiedene in die Hand. Und ihr sagt einfach mal dazu, was euch einfällt. Der aus Metall ist am schwersten. Und der aus Plastik ist am leichtesten. Mit unterschiedlich schweren Klötzen zu bauen, erhöht den Schwierigkeitsgrad. Und beim Metall muss man auch noch dessen stromleitende Eigenschaft bedenken. Wir haben hier so ein Ding, was aussieht wie eine Angel. Das ist auch Metall. Dann haben wir hier ein Kabel. Da sieht man, dass es Metall ist. Aber das ist, damit wir keinen Stromschlag bekommen, ist das mit so einem Plastikding ummantelt, und dann sieht man hier hinten so einen Lichtstreifen, so Leuchtdioden. Und wenn man jetzt hier Metall auf Metall, fließt da der Strom, und wir können so den Strom sichtbar machen, indem da jetzt eben Licht brennt. Vom Fundament bis ganz oben soll der zu bauende Turm Strom leiten. Damit muss man beim Aufschichten auf jeder Höhe Metallklötze verwenden. Genau. Die Entwicklerin will mit ihrem Spiel vor allem die Jüngeren ansprechen. Ab 5 Jahren haben wir das gespielt, bis ins hohe Alter rein. Wenn man aber tatsächlich Stromfluss erklären möchte, dann ist sicherlich die Gruppe, bis sie irgendwann mal Physikunterricht haben, die Zielgruppe. Also jetzt hier die, ihr seid 10 und 11 Jahre alt, also so, ich würde jetzt sagen bis 12. Das wackelt aber doll. Wir sind noch nicht so gut. Nee, aber warum wackelt denn das so? Aber so hoch waren wir doch noch gar nicht. Das Spiel ist etwas Besonderes. Kaufen kann man es nicht, höchstens leihen. Es gab mal eine Schule, die hat angefragt, ob sie sich die Spiele, die hier im Haus sind, ausleihen dürfen für so eine Physikprojekttage. Und dann haben wir gesagt, also gut, das leihen wir dann auch gerne aus. Die leitenden Türme lösen immer wieder viel Begeisterung aus. So sollen die Spielsteine jetzt weiterentwickelt werden. Ihr seid ja tolle Architektinnen. Na, zum einen möchten wir gerne neue Spielsteine entwickeln, also aus neuen Materialien, oder die Materialien ein bisschen verändern, also insbesondere den Plastikstein verändern, zum Beispiel, dass er selber leuchten kann und dass man das Material noch ein bisschen verändert, dass es womöglich auch schwieriger wird. Etwas von Statik, Materialkunde und Elektrizitätslehre auf einmal erfahren, das können Kinder ganz einfach mit dem Turmbauspiel vom Materialforschungszentrum der Uni Freiburg. Funktioniert dort auch? Ja. Na, da hat es funktioniert.